der politische Aschermittwoch an seinem Heimatort sozusagen in Vilshofen bei der SPD. Und bei mir ist Saskia Esken, die ihre erste politische Aschermittwochsrede zumindest hier in Bayern gehalten hat. Ich sage mal, drei Themen möchte ich rausgreifen aus ihrer Rede. Das war einmal der Kampf der SPD und vor allen Dingen auch der Politik in Gänze gegen den Rechtspopulismus und Rechtsterrorismus in dem Land, gegen Neoliberalismus. Und vor allen Dingen haben sie nochmal die Werte der SPD ins Zentrum gerückt. Worauf kommt es Ihnen ganz wichtig an bei diesem ersten Thema? Die SPD, das kann man ihr nicht vorwerfen, positioniert sich klar. Herr Klingbeil beispielsweise fordert eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Was muss getan werden, um im Land wieder mehr Vertrauen zu sorgen, gerade an dieser wichtigen politischen Aufgabe? Ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir den Rechtsterrorismus auch wirklich mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen. Dazu gehört der Verfassungsschutz, dazu gehören aber auch eben Gerichte. Und wir müssen auch prüfen, wie wir mit der AfD jetzt rechtsstaatlich umzugehen haben, wie der Verfassungsschutz dort auch agieren kann. Es kommt aber auch darauf an, die menschenverachtenden Ideen, die dort immer wieder gestreut werden, die Gift in unsere Gesellschaft tragen, die uns auseinandertreiben sollen, die zu bekämpfen durch ein Miteinander, durch ein Zueinander stehen. Wenn ich sage, es gibt Menschen in Deutschland, die haben mittlerweile Angst, dann darf das nicht sein. Die gehören zu uns. Muslime gehören zu uns. Migranten gehören zu uns. Juden gehören zu uns. Nicht alles, was fremd ist, dürfen wir ausgrenzen. Das darf nicht unser Weg sein. Jetzt hat die Republik gerade letzte Woche nach Hanau einen Schock erlebt. Es gab Mahnwachen, es gab auch Menschen, die auf die Straße gegangen sind, gesagt haben, das wollen wir nicht, klar. Aber ich erinnere mal an Zeiten beispielsweise beim Kampf gegen die RAF, gegen linken Terrorismus. Da hat man das Gefühl gehabt, der Staat ist noch aktiver. Tut die Bundesrepublik beim Kampf gegen rechts zu wenig? Ich glaube, dass wir gerade zum Beispiel in den Untersuchungsausschüssen zum NSU auch gesehen haben, dass wir da Defizite haben, dass wir beim Blick auf den Rechtsterrorismus möglicherweise nicht so scharf blicken wie bei anderen Ismen, die wir aus dem Verfassungsschutz und aus anderen Institutionen heraus bekämpfen. Auch der Islamismus wird sehr hoch gekocht in den letzten Jahren. Da müssen wir wirklich schauen, auch die Dimensionen anzutun. Deswegen war ich heute auch so detailliert. Ich habe gesagt, es gibt 12.700 gewaltbereite Rechtsextreme in Deutschland. Die stellen eine ernsthafte Gefahr dar. Und da kennen wir die Inaktiven und die Schläfer und die zu Hause sitzen und sich im Netz radikalisieren, wie man immer so sagt. Das hat schon was mit Köpfen zu tun. Aber die kennen wir noch gar nicht. Der Attentäter von Hanau war nicht polizeibekannt, nicht einschlägig und auch sonst nicht. Ja? Und da müssen wir uns schon auch fragen, wie genau gucken wir hin, auch als Gesellschaft übrigens. Weil, dass der einen Waffenschein gehabt hat, auch für großkalibrige Waffen, das ist schon sehr fragwürdig. Ja? Den politischen Gegner, machen wir mal ein anderes Thema, den politischen Gegner, den haben Sie heute, ich will jetzt nicht sagen mit Samthandschuhen angefasst, aber jetzt auch nicht direkt angegriffen. Die Rede ist gerade von der Union. Da erleben wir gerade eine Führungsfrage, die diskutiert wird. Das hat die SPD jetzt bei sich hinter sich. Darauf haben Sie in der Rede hingewiesen. Wie soll es denn weitergehen dann nach dem 25. April mit einem Vorsitzenden Laschet oder einem Vorsitzenden Röttgen oder einem Vorsitzenden Merz? Ja, die Frage muss tatsächlich die CDU für sich entscheiden. Auch die CDU muss ja jetzt damit zurechtkommen, wen wir gewählt haben. Und das tut sie auch. Und auch wenn es vielleicht richtungsgebende Wirkungen hat, wenn anderes Personal an der Spitze ist, muss man trotzdem sehen, wie man miteinander zurechtkommt. Wir haben ja jetzt in der Koalition einen Koalitionsvertrag, auf den wir auch uns berufen können. Und wir haben eine Kanzlerin, die Richtlinienkompetenz hat in dieser Regierung. Und das ist auch eine ganz klare Aussage dahingegen, wir stehen nicht dazu zur Verfügung, einen anderen Kanzler zu wählen in dieser Legislaturperiode. Das ist eine klare Aussage. Sie gelten ja auch als Linke in Ihrer Partei oder als Links in Ihrer Partei. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Themen, die Sie nochmal in Ihrer Rede zusätzlich gesagt haben. Kampf gegen Neoliberalismus. Sie haben hier nochmal gesprochen, der Mindestlohn bei 12 Euro sollte nach Ihrer Vorstellung liegen. Die SPD ist lange Zeit an der Regierung, hat viele Sachen umgesetzt. Wo kommt es jetzt noch auf die Profilierung an, weil das eine sind die Themen zu benennen, komischerweise scheinen sie aber mit diesen bei den Wählern nicht durchzukommen, zumindest wenn man auf die Umfragewerte guckt, kann man diesen Eindruck gewinnen. Ja, ich habe gesagt, wir müssen einerseits, wird ja immer gesagt, wir würden unsere Erfolge nicht genügend verkaufen. Wir haben ja den Mindestlohn durchgesetzt gegen viele Widerstände, auch gegen Unkenrufe. Die Volkswirtschaft werde zusammenbrechen und das ist nicht passiert. Und wir haben es mit der CDU zusammen gemacht, was schon eine Kunst war. Ja? Also insofern, die SPD wirkt in der Regierung, das habe ich auch gesagt in meiner Rede. Und vielleicht müssen wir auch unsere Erfolge besser verkaufen. Wir müssen aber auch immer deutlich machen, dass wir in der Zusammenarbeit mit der Union natürlich mit angezogener Handbremse fahren und dass SPD mehr will und mehr kann
und dass man auch Hoffnungen setzen darf in mehr Sozialdemokratie. Letzte Frage. Am 15. März wird hier in Bayern bei den Kommunalwahlen gewählt. Sie haben gerade gesagt, worauf es ankommt, muss man nochmal ins Zentrum sitzen. Für die SPD sieht es, was die Umfragewerte angeht, gar nicht so gut aus. Der Hauptgegner, gerade auch im städtischen Bereich, sind hier die Grünen. Was raten Sie den Genossen hier für den Wahlkampf? Ja, ich habe auch dazu gesagt, wir müssen natürlich die soziale Struktur in den Gemeinden beachten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Zivilgesellschaft auch weiter stark bleibt. Wir müssen aber auch Zukunftsthemen noch stärker besetzen, als wir es bisher tun. Die jungen Leute geraten bei uns ein Stück weit aus dem Blick, da müssen wir besser werden. Die sind nicht alle links, die jungen Leute, die haben aber eine eigene Erfahrungswelt und die müssen wir auch ein bisschen besser in den Blick nehmen, dann klappt es auch. Sagt Saskia Esken, ich sage herzlichen Dank. Ja, und wir verabschieden uns damit hier vom politischen Aschermittwoch in Vilshofen von der SPD und sagen Ade, auf Wiedersehen.